Wenn wir die Konzepte aus dem Domain-Driven Design direkt in Java-Code umsetzen wollen, dann brauchen wir neben Entities und Value Objects auch noch Repositories. Was genau ist es und was hat das mit objektrelationalem Mapping zu tun? Das kommt jetzt. Schauen wir uns mal den Lebenszyklus eines Objektes an. Das hier ist ein Scan aus dem blauen Buch von Evans. Die Qualität ist nicht so besonders toll, aber ich glaube, man kann erkennen, worum es geht. Spielen wir mit dem Laserpointer mal durch, welche Stadien ein Objekt durchläuft. Zunächst mal wird es erzeugt und ist dann aktiv. Dann werde ich das Objekt in irgendeiner Form modifizieren, ich werde den Attributwert ändern und dann möchte ich das Objekt ja auch speichern. Ich möchte das ja auch dauerhaft persistent machen. Das heißt, ich möchte es hier irgendwie in eine Datenbank speichern und es dann zum späteren Zeitpunkt auch wieder herausholen und es dann wieder aktiv machen. Warum brauche ich das? Naja, ich meine, wenn ich das nicht habe, dann lebt so ein Objekt immer genauso lange, wie es eine aktive Session gibt, die quasi im Memory vorhanden ist. Und damit kann ich niemals ein Objekt speichern und dann vielleicht eine Woche später dann wieder rausholen. Also typischerweise ein Kunde registriert sich in einem E-Commerce-Portal, macht dann erstmal 2 Monate lang nichts und dann geht er wieder auf die Seite und bestellt irgendwas. Dann muss ich ja in der Lage sein, hier in der Datenbank nachzuschauen. Aha, das ist der Kunde und den hole ich mir jetzt hier raus und habe dann den Kunden als Objekt. Dann werde ich irgendwann dieses Objekt nicht mehr brauchen und werde es dann archivieren, auch wieder in irgendeine andere Form der Datenhaltung und vielleicht irgendwann auch endgültig löschen. Oder ich mache den Löschvorgang direkt. Das sind die wesentlichen Statusübergänge, die wir so im Leben eines Objektes finden. Jeder Bereich dieses Lebenszyklus wird im Domain-Driven Design von bestimmten Konstrukten abgedeckt. Die Objekte heißen bei uns Entities und die Möglichkeit, Entities zu verändern, die Attributwerte zu ändern, das ist quasi im Konzept des Entities selber angelegt. Ein Entity ist eigentlich nichts anderes als eine Klasse mit einer ID. Das haben wir ja schon mal etabliert, als wir uns Entities im Gegensatz zu Value Objects angeschaut haben. Für das Erzeugen eines Entities haben wir die sogenannte Factory. Im einfachen Fall kann man auf die Factory auch verzichten und so ein Entity einfach ganz normal, wie man das von Java kennt, über einen Konstruktor anlegen. Wenn ich aber ein komplexeres Objektgeflecht habe, wir werden das dann noch später sehen, wenn wir von Entities zu Aggregates übergehen, also zu ganzen Geflechten von Entities, dann kann es unter Umständen hilfreich sein, diese Geflechte über eine Factory anzulegen. Aber dieser ganze Bereich, was passiert eigentlich mit der Speicherung eines Entities, wird im Entity selber nicht abgedeckt. Der wird vom Repository abgedeckt. Das Repository bietet uns also Funktionen, um ein Entity in der Datenbank zu speichern, es persistent zu speichern, es aus der Datenbank wieder rauszuholen, eine Query auf der Datenbank zu machen, um bestimmte Entities zu finden, die gewissen Kriterien genügen, oder auch ein Entity zu löschen. Vielleicht mal als kleiner Exkurs, wenn ich über persistente Speicherung rede, warum rede ich dann von Datenbank? Ich könnte ja auch beliebige andere Formen von Persistierung benutzen. Ich könnte es ja zum Beispiel auch als File ablegen. Das mag in gewissen Fällen auch sinnvoll sein, aber Datenbanken haben sich schon durchaus etabliert als Form der Persistierung von solchen Objekten. Und dafür gibt es mehrere Gründe, durch die ich einmal schnell durchgehen möchte. Zum einen ermöglicht die Speicherung in Datenbanken eine Redundanzfreiheit. Das heißt, ich bin ganz sicher, dass ich das Objekt nur an einer einzigen Stelle speichere und nicht an mehreren. Der zweite Grund ist die Konsistenz. Durch eine Datenbank habe ich quasi nur einen Weg, wie ich ein Objekt finden kann und dieser Weg ist immer gleich. Das dritte ist die Zuverlässigkeit. Datenbanken, und das gilt sowohl für SQL-Datenbanken wie auch für Non-SQL-Datenbanken, sind genau darauf optimiert, eine Speicherung robust und zuverlässig und skalierfähig zur Verfügung zu stellen. Die Fehlertoleranz bei einer Abfrage ist sehr hoch. Ich kann mit großen Mengengerüsten drangehen. Datenbanken sind generell sehr robust. Ich habe
je nach Art der Datenbanken unter Umständen sehr ausgefeilte Abfragesprachen. Das ist gerade bei SQL-Datenbanken etwas, was sich über mehrere Jahrzehnte entwickelt hat und wo solche Datenbanken sehr, sehr gut drin sind. Ich kann also sehr, sehr komplexe Abfragen formulieren und dann ganz gezielt bei großen Datenmengen die Daten finden, die ich gerade suche. Es gibt bei Datenbanken ein Rollen- und Rechtekonzept. Also ich kann hervorragend festlegen, dass nicht jeder Client, der auf die Datenbank zugreift, jedes Objekt zu sehen bekommt, sondern ich kann sehr feingranular festlegen, was ein bestimmter Client sehen darf oder verändern darf und was eben auch nicht. Datenbanken sind für einen Mehrbenutzerbetrieb optimiert, was gerade in Client-Server-Anwendungen eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Da kann es ja immer mal passieren, dass parallele Zugriffe auf ein und das gleiche Objekt passieren. Wenn ich das im Filesystem mache, komme ich in Teufels Küche, weil ich da Locking-Mechanismen habe, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Datenbanken sehen das komplett gelassen und haben Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Und schließlich, ganz entscheidend, wenn es um das sichere Speichern von Objekten geht, Datenbanken, gerade relationale Datenbanken, haben ein sehr ausgefeiltes Transaktionskonzept. Ich kann also festlegen, wann eine bestimmte Aktion als gescheitert anzusehen ist, weil ich in irgendeine Fehlerursache, in irgendeinen fachlichen Fehler gelaufen bin. Und dann kann ich eine bestimmte Menge von Aktionen zurückrollen. Also wenn man sich vorstellt, ein Nutzer einer Bank, ein Kunde einer Bank fragt nach dem Abheben von Geld und es stellt sich raus, wenn wir in der Mitte dieser Transaktion sind, dass das Konto dieses Nutzers nicht mehr genügend Deckung hat, dann kann ich diesen ganzen Abhebevorgang von Anfang an zurückrollen und habe sichergestellt, dass ich immer einen sauberen Zustand meiner Datenhaltung habe. Das Transaktionskonzept erlaubt es also, meine Datenhaltung immer in einem sauberen, konsistenten Zustand zu halten. Das also sind die wesentlichen Gründe, warum man persistente Speicherung mit einer dedizierten Datenbank durchführen sollte. Wir werden uns hier in der Veranstaltung auf relationale Datenbanken fokussieren, weil das in der Praxis tatsächlich der doch häufigste Fall ist, wenn man so ganz normale Client-Server-Systeme nimmt. Und wir werden uns damit auseinandersetzen, wie wir solche Datenbanken anbinden an das objektorientierte Programmiermodell, was wir hier untersuchen. Wenn wir eine typische Entity hernehmen, wie wir die im Domain-Driven Design haben und wie wir sie im objektorientierten Programmiermodell sehr gut abbilden können, so wie hier diese Entity-Person mit drei Attributen, dann passt die Entity erstmal gar nicht so besonders gut auf das Persistenzmodell, was eine relationale Datenbank anbietet. Weil die relationale Datenbank, die besteht aus Tabellen. Diese Tabellen haben Spalten und Zeilen und die Spalten haben Namen und die Tabellen sind miteinander über Foreign Key Relationen verbunden. In erster Näherung kann man die Abbildung schon relativ einfach machen. Man definiert einfach pro Entity eine Tabelle. Wie gesagt, in erster Näherung. Und dann hat diese Tabelle für jedes Attribut des Entities genau eine Spalte. Und im Allgemeinen heißen dann die Spalten eben auch so wie die Attribute des Entities. Und wenn ich jetzt zu diesem Entity Person mehrere Instanzen habe, also hier zum Beispiel die Person P1 mit dem Namen Müller, dann würde ich diese Person Müller als eine Zeile in dieser Datenbank-Tabelle abbilden. Und wenn ich noch eine zweite Person, Meier, habe, dann ist das eben eine zweite Zeile in dieser Datenbanktabelle. Auf diese Weise kann man dann eben schon diese beiden Welten miteinander vereinen. Und was ich aber vermeiden möchte, das ist, dass ich dieses Mapping von Hand machen möchte. Ich möchte mich eigentlich auf den linken Bereich konzentrieren können, da wo ich mit Entities umgehe. Und ich möchte diesen gesamten rechten Bereich, also den Bereich der relationalen Datenbank, den würde ich eigentlich am liebsten gerne, dass er automatisch erzeugt wird. Und wir haben das ja schon mal diskutiert, für die meisten Fälle ist das auch absolut ausreichend.
Und genau das kann mir so ein Repository bieten. Denn wenn ich nochmal an den Anfang dieses Videos zurückdenke, dann ist das Repository im Domain-Driven Design ja genau das Konstrukt, was es mir erlaubt, ein aktives Entity in der Datenbank zu speichern und es aus der Datenbank wieder rauszuholen oder es dauerhaft aus dieser Datenbank zu löschen. Was würde ich mir da jetzt konkret wünschen, wenn ich jetzt wirklich auf die Code-Ebene gehe? Dann nehmen wir mal an, wir haben ein Entity Kunde und wir haben die entsprechende Datenbanktabelle Kunde mit den entsprechenden Spalten. Dann würde ich gerne Unterstützung für die CRUD-Operationen haben. Denken Sie mal zurück an die CRUD-Tabelle, die wir bei den Use Cases und dem Mapping auf das fachliche Datenmodell angeschaut haben. Da sind wir schon mal auf dieses Kürzel CRUD gestoßen. CRUD gleich Create, Read, Update, Delete. Also nehmen wir zunächst mal an, wir erzeugen uns einen neuen Kunden K mit dem Namen Meier. Dann hätte ich gerne bei dem Repository eine Save-Operation, wo ich dann einfach Save von K sagen kann und als Nachbedingung weiß ich, es ist eine neue Tabellenzeile für K in der Datenbank angelegt. Als nächstes habe ich die Read-Operation. Ich möchte also zum Beispiel aus meiner Datenbank den Kunden finden, der den Namen Meier hat. Also hätte ich gern so eine Operation wie Find by Name von Meier und ich weiß, danach wird dann K in der Datenbank gesucht und eben ausgelesen als Entity und ich bekomme es direkt als Objekt zurück und kann es eben als Entity, als Objekt entsprechend in meiner Programmiersprache verwenden. Das nächste wäre ein Update. Wenn jetzt der Herr Meier oder die Frau Meier seinen oder ihren Namen in Müller ändert, dann hätte ich gerne sowas wie, dass ich im Entity sagen kann, K set name Müller. Und dann mache ich wieder ein Save auf dem Repository und dann weiß ich anschließend, diese Werte für K, die Attributwerte für K sind persistent gespeichert, sind dauerhaft geändert. Das heißt, wenn ich das nächste Mal wieder eine Query auf K mache, dann weiß ich, dann heißt der Kunde Müller und nicht mehr Meier. Und schließlich, wenn der Kunde dann keine Geschäfte mehr mit mir machen will und sich abgemeldet hat von meinem Portal, dann hätte ich gerne die Möglichkeit zu sagen, some repository delete von K. Und ich weiß, dass dann diese Zeile für den Kunden in der Datenbank gelöscht ist. Und wir werden sehen, dass unsere Repositories, die wir in unserem Spring Framework benutzen werden, genau diese Art von Signatur uns anbieten, und zwar auf eine sehr komfortable Weise. Das werden wir uns dann noch genauer im Detail anschauen. Spring lebt sowieso davon, dass es diese Elemente aus dem Domain-Driven Design sehr, sehr buchstabengetreu und gut benutzbar in Code abgebildet hat. Deswegen werden wir auch mit Spring arbeiten in dieser Veranstaltung. Wenn Sie sich also so ein Repository anschauen, das ist in Spring ein Interface. Die entsprechende Klasse erzeugt Spring dann automatisch. Und was ich in diesem Interface habe, das ist jetzt Pseudocode, was ich Ihnen zeige. Es ist nicht exakt der Java-Code, aber es ist die Signatur, die Sie dann auch tatsächlich in Spring finden. Dann habe ich Methoden, mit denen ich eben, wie eben gesehen, ein Objekt anlegen kann, indem ich es updaten kann oder von der Datenbank löschen. Also ich habe eine Save und ich habe eine Delete-Operation. Dann habe ich so eine Gruppe von Finder-Methoden, wo ich ein spezifisches Objekt finden kann, indem ich nach der ID dieses Objektes suche oder ich lasse mir alle Objekte dieses Typs ausgeben, also sowas wie Find by ID oder Find All mit einem Collection-Typ als Ergebnis. Oder ich kann eine Query absetzen, die spezifisch nach Attributwerten sucht. Also ich kann zum Beispiel sagen, bei diesem Autobeispiel, was wir hier haben, ich suche alle Autos nach einer bestimmten Marke, also Find by Brand, oder ich suche alle Autos, die einen Kilometerstand größer als einen bestimmten Wert haben, also Find by Mileage greater than und dann gebe ich die Mileage an. Damit haben wir die wesentlichen Prinzipien diskutiert, die dem objektrelationalen Mapping zugrunde liegen und auch wie diese Prinzipien in dem Repository-Element des Domain-Driven Designs abgebildet sind und zum Dritten auch, wie man, wenn man das mit Spring Data JPA in Java-Code umsetzt,
welche Signatur man dann entsprechend verwenden kann. Und das werden wir dann in den nächsten Videos tatsächlich nochmal praktisch am Beispiel sehen und Sie werden es dann selber im Praktikum verproben können.